So, liebe Leute, meine Nerven liegen langsam blank hier. Ich bin hier echt am Verzweifeln gerade, weil The Division, ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur mega dämlich anstelle hier, aber ich werde hier immer zum Barbecue eingeladen und bin derjenige, der das Fleisch gibt. Sprich, ich bin das Fleisch und ich sterbe immer hier schneller, als mir eigentlich lieb ist. So, der hat doch jetzt schon mal gesessen. So. Der kann, wenn er will, auch ziemlich schnell sein hier, der Kollege. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Alter. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Jo, das habe ich mitgekriegt. Richtig, ja, der hat gesessen. 12.000. 12.000 habe ich gekriegt. Knappe Sache. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Lauf, 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 lauf. Ja, genau. Oh, das kann doch nicht sein. Er hat mich schon wieder gekillt. Warum? Warum macht er mich immer mit seinem Drecksfeuer kalt? Können wir irgendwas an den Waffen noch verbessern hier? Können wir hier noch irgendwas ranbasteln? Guck mal, ah, das ist leer. Wir haben Magazin, wir haben das Ding, wir haben das Ding, wir haben die Optik. Ich weiß es nicht mehr. Wir könnten... Die hat 9000. Die hat 30 Schuss Magazin. Wir bauen mal die Mods ab. Waffe zerlegen. Ja, Waffe zerlegen. So, dann bauen wir das mal an die. Oh, die hat schon 2100. Egal, whatever. Wir versuchen es einfach mal mit einer anderen Waffe. Ich bin sonst ein bisschen ratlos hier. So, dann haben wir das Ding dran. Okay. Dann machen wir uns mal ein großes Magazin daran. Plus 18% Magazingröße, dann aus der Hüfte schießen wollen wir nicht. Wir wollen den hier. Ja, Schalldämpfer, verringerte Bedrohung. Können wir uns, glaube ich, eigentlich auch schenken, aber egal, wir machen das mal mit dran. Und dann versuchen wir das mal mit der Knifte hier. Was ist hier eigentlich noch dran? Ah, der Griff, der Griff, der Griff, den machen wir wieder ab hier. Und den können wir vielleicht ja auch hier dran machen. Kleiner Laserpointer. Obwohl das ist ja, eigentlich ist es ja, da haben wir noch einen Präzisionsgriff. Anfängliche Stabilität, das behalten wir mal. Sowieso so wenig Schuss da drin in dem Ding. Für den Fall, dass wir sie überhaupt brauchen. So, jetzt haben wir die und die. Gut. Und den machen wir auch wieder weg hier. Der ist mir zu doof. Der macht zwar gut Schaden, aber... der verreißt immer so nach jedem Schuss. Und nimmt mir so ein bisschen die Frequenz. So. Ach, der steht schon da vorne. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ah, also Schwede. Empfehle den Tra-
Boah, spring, spring, spring! Na komm schon, lauf, lauf doch da rum, mach irgendwas. Lauf, 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 lauf. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Wieder weg, ich bin gleich wieder weg. Ja, was soll ich sagen? Das ist der nächste, der gibt mir jetzt eine, da bin ich weg. Kosikowski, wie heißt der? Das ist unglaublich, ey. Ich verzweifle hier langsam so ein bisschen. So, wir brauchen Munition. So, wie machen wir sie jetzt am besten fertig? Aus der Entfernung hier. Zack, wir kriegen das mit direkt auf die Höhe gesetzt. Jawoll. Hier brauchen wir elend viel ab, ey. Meine Güte. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Ja, ich werde es versuchen. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Natürlich kommen die Feinde über die Rolltreppe. Du willst Granaten-Action? Okay, kriegst du Granaten. Sich über die Rolltreppe. Ja, das macht nichts. Geh jetzt erstmal nach oben. Komm schon. Da vorne gerade was gesehen. So, komm mal schön nach oben. Komm mal schön nach oben. Oh, jetzt kommt der von da hinten. Sonst kommt der immer von der anderen Seite. Nur jetzt nicht. Ah, komm schon, nicht dahin, nicht dagegen, nicht dagegen. Lauf, lauf, lauf. Ich will nicht schon wieder sterben. So, du Affe, der ist da wieder schon in Deckung. Ach, es war so klar. Ich hatte ihn aber schon fast runtergeschossen. Wenn die blöde Rüstung erstmal weg ist, dann wird alles besser. Dann wird alles besser. Schön, wenn ich schaffen könnte, ein bisschen was einzusammeln. Vielleicht ist hier was bei, was mir irgendwie helfen könnte. Was ist das hier? Jo, okay.
So, vielleicht lassen Sie mich hier nochmal ganz kurz in Ruhe. Dann kann ich hier nochmal schauen. Da haben wir die Militärversion. Das ist ein leichtes Maschinengewehr. Ja, das nehmen wir. Okay. What the fuck? Filetiert. Oh, Alter. Ich glaube, ich muss gleich mittelschwer ausrasten. So. Haben wir die Knarre jetzt noch? Tatsache. Tatsache, wir haben sie noch. Okay. Die verreist ganz schön hier. Da muss irgendwas hin, aus der Hüfte schießen, Präzision, vertikaler Griff, anfänglich Stabilität, das brauchen wir. Ja, machen wir. Entfernen wir davon. Dann brauchen wir, ich glaube, wir nehmen mal ein größeres Magazin hier. Ja, machen wir ran, mir egal. Was brauchen wir noch hier? Schalldämpfer, da können wir, glaube ich, drauf verzichten, oder? Ach, wer weiß, vielleicht auch, lassen wir dran. Optik, optimale Reichweite. Zack. Mensch, das ist ja ein Maschinengewehr. Sieht gut aus. Und als zweite Waffe. Warte mal, da haben wir jetzt die hier. Als zweite, das sind zwei verschiedene Munitionstypen, hoffe ich. Ja, das ist es. Sehr gut. Oh ja, oh ja. Das könnte tatsächlich was werden hier. So, wo seid ihr denn? MG-Sniper. So, Freundchen. Ja, das macht hier was gefasst, mein Freund. Tragbaren chemischen Tank als Ziel. Ach Kacke, ich wollte doch zoomen, ich wollte doch eigentlich nur zoomen. Oh oh. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Immer schön auf die Rübe schießen. Oh, Kacke. Leute, was mache ich denn falsch hier? Der kommt so schnell näher und ich krieg die anderen einfach nicht schnell genug kaputt. Fliehen ist irgendwie eine scheiß Idee. Ja. So, Freundchen. Das ist aber ein scheiß langes Gewehr, ey. Chemischen Tank als Ziel. So. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ja.
Jetzt einmal hier schnell abhauen. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ach, fuck off, Mann. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Wollen wir es nochmal von oben versuchen? Das ist auf jeden Fall ein Medipack. Was ist das hier? Eine andere Scheiße. Wo sind sie denn? Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Ja. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht? Mann, 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 Mann. So, jetzt gehe ich nach oben und dann gucken wir mal, ob wir das von oben nicht nochmal besser machen können. So, Freundchen. Kommt die runter oder kommt die nicht runter? Fast, die kommen nicht runter. Das Schild kann ich auch nicht davon geben. Da kommt er auch schon. Neues Ziel, den Spacken ausschalten. Okay. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. So.
So, wo ist er denn jetzt? Kommt er nicht hoch? Der ist da unten, ne? Der, das Ding hier müsste da sein, wo ich gerade drauf ziele. Wo? Warte mal, solange der eine lebt, kommen ja keine neuen, oder? Oh Mann, willst du mich jetzt verarschen? So, dann gehen wir hier rüber. Und wir schießen dich dann von hier. Das dauert ein bisschen hier. Aber hey, es kommen momentan keine neuen Gegner. Das ist gar nicht so schlecht gerade. Da kriege ich hier oben kein Feuer ab. Ich krieg ein bisschen auf die Nuss hier. Yo! Vorsicht, Vorsicht. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ja, das macht nichts. Solange der andere jetzt einen kurz unten bleibt. Fünf Bedrohungen gefunden, okay. Einer ist da unten. Sauber, der ist weg. Ich würde sagen, irgendwann muss ich das doch mal schaffen hier. Ja, ich sehe ein Ende. Das Ende ist in Sicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Unbeschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, war wie die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Aber sie haben es geschafft. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich. Ja, Gott sei Dank. Das war aber eine schwere Geburt hier. Meine Fresse. Wie, ich krieg nicht eine vergoldete AK. Dann gehe ich in Streik. Jo, Chaka! So, war das jetzt alles? Achso, da ist noch was. Das ist voll.
Oh, meine Güte, meine Güte. Gehen wir noch mal Munition auffüllen und vielen Dank, Agent. Die Stammprobe, die Sie gesichert haben, ist sehr hilfreich. Ich habe einen Bericht für die Nachwelt und das DCD vorbereitet. Sehen Sie ihn sich an. Neue Beweise verfügbar. Okay. Boah, hardcore. Das war echt hardcore. Meine Güte, jetzt gehen wir erstmal wieder wo ist denn unsere Basis hier überhaupt? Wir werden überrannt. Sie töten. Nein. Safe House? Ist das Safe House? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wir werden überrannt. Ja, ja, Operationsbasis da. Da wollen wir hin. Da gehen wir jetzt auch hin, und zwar ohne Umwege. Junge, Junge, Junge. Eine Sprengfalle hier. Ja, ich bin schneller als die Ratte. Ich habe gesagt, ohne Umwege, ne? Eigentlich will ich auch ohne Umwege da zurück. Ich muss nämlich auch gleich mal eben meine Ausrüstung erstmal checken und gucken, ob ich nicht was Schönes kaufen kann. Und ich wollte noch mal schauen, was wir hier so für Klamotten gesucht haben. Wir haben so viel Kleidung gesucht. Da müsste doch irgendwo was ziemlich Cooles dabei sein. Deswegen geht es jetzt erstmal ohne Umwege, ohne was zu sammeln, ohne groß zu kämpfen. Es sei denn, sie stellen sich direkt vor meinen Lauf. Ich habe jetzt Pause, wollte ich gerade sagen. Kampfpause. Oh, Leute. Das war der Ernst hier. So, wie kommen wir denn hier vorbei? Kommen wir hier rüber? Jo, kommen wir. Also das Maschinengewehr ist ja auch ganz nett. Maschinengewehr, was etwas größer, du hast ja Bums hätte, wäre ganz cool. Also, was heißt mehr Bums, mehr Munition? Vielleicht holen wir uns das eine, was wir da kaufen konnten. Ja, du brichst jetzt aber auch nicht zusammen hier, oder? Ja, ja. Ich habe keine Medizin mehr. Ich muss da alles abgeben. Keine Kopfschmerztabletten, kein Morphin, die alles selber gefixt. Echo entdeckt. Nein, ich will jetzt kein Echo, ich will in die Zentrale. Mir alles egal. Ah, Gott sei Dank. Tech-Flügel und Sicherheitsflügel ist immer noch offline. Ich habe gedacht, da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Aber ich denke mal, ich muss da noch jemanden retten. Jetzt passiert hier gar nichts. Aber lassen Sie jetzt nicht nach. Was? Achso, du sitzt da mit deinem kaputten Beinchen. Und da, Waffenhändler. Zu dem wollen wir. Und hier gucken wir mal, was er Schönes anzubieten hat. Eine MP und eine M4 Polizeiversion. Die will ich haben. Die will ich haben. Was kostet die denn? 1235. Okay, da müssen wir noch eine Stufe erreichen. Das ist nämlich ein Präzisionsgewehr. Das Präzisionsgewehr hätte ich gerne. Gut. Aber trotz alledem können wir mal ein bisschen was verkaufen. Und zwar, das Ding hier ist überflüssig. Als Schrott markieren. Die kleine AK. Hier, warte mal. Die. Ah, die kann auch weg. Die kann auch weg. Ja, die behalten wir nochmal.
Diese werden sie jetzt Schrott. Okay, na gut, den Mut müssen wir nur abmachen. Das ist auch ein Präzisionsgewehr. Das kann ich ja eigentlich auch schon benutzen. Ich glaube, das machen wir gleich auch. So, und dann haben wir hier. Das kann weg. Das kann weg. Ey. Mein Rücken ist total im Eimer. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich brauche dringend die Tasche hat auch weniger, das weiß ich nicht. Gut. Als Schrott markieren und verkaufen. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben 30 Minuten voll. Wir machen gleich weiter mit dem Verkaufen. Der letzte Part, der hat doch ein bisschen länger gedauert, mit fast einer Stunde, weil ich ja so oft gestorben bin. Und naja, wir machen hier jetzt nochmal einen kleinen Break. Wir sind ja hier in Sicherheit und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut.